Hallo und willkommen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich muss hier rein, wa? Erstmal ein neues Session, neuer Tag, neues Glück, neues Juhu. Ich musste mit niemandem quatschen, das ist doch schon mal ganz praktisch. Ich muss vor die Mauer. Okay. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, also ich muss hier irgendwie. Ich möchte nicht auf die Schnauze fallen, ja? Ich brauche meine Kauleiste noch. Gut. Da unten muss ich hin. Okay, das ist feindlich. Na, kümmert ihr, macht ihr mal was hier? Ich möchte euch mal kämpfen sehen. So. So, den kriegen wir auch noch hier platt. Haben wir die schon mal, wa? Naja, heute war auch wieder ein wunderbarer, schöner Tag. Wir waren bei meiner Schwägerin zum Geburtstag. Da waren wir, ja, muss ich ehrlich sagen, das war echt cool gewesen, um ehrlich zu sein. Wir waren draußen auf dem Spielplatz und so weiter. Ich greife an. Was ist denn? So. Auf Reichweite verliert die Waffe eure Kraft. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, hier war doch noch jemand, oder? Okay. Na schön. Dann ist das eben so. Ja, wir waren schön auf dem Land gewesen, haben ein Eis essen, an der Hafenschleuse in Brandenburg. Das war richtig schön. Also es war auf jeden Fall, ich bereue es nicht, hierher gezogen zu sein aus Land. Beruflich, klar, also scheiße, die Menschen leben, also die Arbeitgeber leben hier noch absolut im Mittelalter. Gefühlt. Ja, keine Ahnung von der Realität, was jetzt, was eigentlich in der Zukunft wichtig ist. Ja, wo sind die denn hier? Das Konzept der Vergänglichkeit ist eine Erfahrung, mit der ich meine Schwierigkeiten habe. Die Nicht-Existenz ist ein Zustand, den ich mir nicht Okay. erklären kann. Da bist du nicht der Einzige. Ach so, das sind Das stimmt mich Leichen. positiv. Okay, ich werde die erstmal aus dem Weg räumen, weil Problem ist. Ne, komm weiter. Den kann ich nicht. Der ist irgendwie zu tief im Wasser. Naja, also ich bin ja, ich stecke gerade noch ein bisschen fest, gerade in meiner Kommunikation. Hier war doch irgendwo jemand, oder? Der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Chromio vorberaten. Er hat Okay. einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Okay, dann wollen wir hier erstmal ein bisschen Grabschändung machen. Heute läuft kein Stargate, sondern Kampfstein Galactica. Ist aber auch echt Kult zu damaligen Zeiten. Kann ich ja nicht so.
Muss sagen, ist echt cool immer. Wenn ihr Schauspieler vom A-Team spielt, ihr damit. Von A-Team. Den haben wir auch. Und, aber hier war ja der eine, den ich nicht schänden konnte. Nee, das ging nicht. Ja. So, weiter geht's. Jetzt bin ich gerade ein bisschen gereist, hat ein bisschen gestockt gerade. Gut, Buddy, wo ist denn der? Commander, unsere Kenntnisse über die Technologie der Eindringlinge sind unzureichend. Ja. Ja, ich weiß, wir mit. Ja, komm. Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Gut, schauen wir, ob dir nicht ganz. Ja. So, jetzt kommt mal wieder ein Video. Wahrscheinlich wieder über die Vergangenheit. Oder kann er an die Klippe umschauen? Unweit im Norden orte ich fremde Technologie. Okay, dann sehen wir uns mal an, was da zu finden ist. Stand by. Okay. So. Dann wollen wir mal dahin, wa? Feindkontakt. Ja, ich habe sie schon gesehen. Ein paar Hetzer der Fremden. Sie bewachen etwas. So, ja, ich kämpfe mal gegen euch hier. Boah, ja, da war so viel in der frischen Luft, dass man. Damit, kennt ihr das auch, wenn man so viel in der frischen Luft ist, dass man dann fix und fertig ist und total müde? Oh, cool, so kann ich in der Luft stehen bleiben. Dankeschön. So, beschädigte Elektro. Was gibt es? Was willst du mir damit sagen? Gut, dann verrate es mir halt nicht. Ja, warum erzählst du es denn nicht? Empfehle sofortigen Waffeneinsatz. Ja. Okay. Hier muss irgendwo einer liegen. Das sieht man gar nicht. Die sind irgendwie total versteckt. Okay, der ist verschwunden. Diese Hetzer waren keine Wachposten für Technologie der Fremden. Nö, was meinst du dann? Meine Ortung ergab lediglich bestimmte Ausrüstungsteile der Hetzer. Ja, sie sind ziemlich gut gepanzert für so einen Spähtrupp. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Ja. Bedauerlicherweise nur eine sehr einseitige Kommunikation mit ihnen. Tatsächlich, was sagt ihr das? Tatsächlich? Was sagt ihr das? Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Bestimmt durch die Impfung. Etwas Ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Okay. Oder. So, ihr quatscht mir ein bisschen zu viel. Boah, die quatschen ja wirklich. So. Meine Güte. Das ist ja hier so eine Art Goldrausch, oder? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich wollte immer auch in dem Lock. Fehler im System. Systemanalyse. Ich brauche deine Hilfe bei ein paar durchgeknallten Robots. Ich brauche deine Hilfe mit der. So. So. Boah. Meine Güte.